Wir hatten gestern den Sushi-Boss, der hat mich 40 Minuten lang einfach nur fertig gemacht. Und dann habe ich ihn heute First Try geschafft, so der Klassiker halt. Man kennt's, man kennt's. Dann sind wir weiter in das nächste Gebiet, dann kam instant ein neuer. Dann kam instant ein neuer Boss, der hat mich auch bestimmt 20 Mal gekillt, bis ich es rausgefunden habe, wie man richtig dodgt. So gefühlt. Und dann kam eine Area, wo ich mich 10 Mal verlaufen habe. Und jetzt haben wir den Boss gerade gemacht. Und ich glaube, das waren jetzt 5. Das waren, glaube ich, 10 Versuche. 10 Versuche waren es, glaube ich, jetzt. Und da bin ich stolz. 10 Versuche ist gut. Für Louis-Verhältnisse sind 10 Versuche sehr, sehr nice. So. Sehr schön. Wir haben nochmal was gefunden. Und ich befürchte, jetzt kommt der nächste Endboss. Deshalb kämpfen wir jetzt gar nicht gegen diese Krabben, ne? Er ist ewig am Schwitzen und dann zack, First Try. Ich habe aber auch mal gelesen, muss man dazu sagen, dass manchmal der Kopf braucht, Gelerntes zu verarbeiten. Da ist ein Schlammhüpfer, Leute. Da ist ein Schlammhüpfer. Renn um euer Leben! Ich habe das mal gehört und ich habe so das Gefühl... Es war so klar. Das war jetzt gerade das, was Brave auch meinte. Einfach Missklicks. Oh Gott, was ist denn hier hinten? Da ist ein Schalter, der ist wichtig. Ah ne, da ist ein... Hä? Ich glaube, ich muss den Ball hier irgendwie rauskriegen. Die Frage ist, wie? Oh, wie kriege ich den Ball hier raus? Ja, weil da was klebt. Und ich glaube, solange da was klebt, komme ich hier nicht rein. Hm. Sein. Ich bin hier in einer Sackgasse. Dort geht es erst später weiter. Oh nein, dann bin ich jetzt umsonst hier lang gelaufen. Oh no. Okay, ist nicht schlimm. Aber danke, danke. Also, sonst glaube ich, hätte ich ja noch 10 Minuten weiter versucht. Ich hätte jetzt echt gedacht, da ist so ein Zwischenboss oder so. Man würde nie glauben, dass dieses Game ein Souls-like ist. Es sieht so knuffig süß aus. Wir haben ja jetzt, wartet, wir haben ja ein Outfit jetzt an. Jetzt bin ich Cowboy-Krabbe. Cowboy-Grill. Und ich finde, es sieht nicht aus wie ein Cowboy, sondern ich finde, es ist so ein... Er ist einfach so ein Indiana-Jones-Verschnitt. Ich bin stolz auf Grill. Ich finde, es ist ein super Game. Für das, was du sagst, ich glaube, es kostet 30 Euro oder so. Es ist jetzt nicht... Nicht das teuerste Spiel, weißt du? Und du kannst es sogar auf der Switch spielen. Und für alle, die nicht gut sind in Dark Souls, man kann es sogar leichter machen, habe ich gesehen. Und du kannst sogar, wenn du es ganz leicht haben willst, dir eine Schusswaffe auf den Rücken packen und dann erschießt du alle mit One-Hit. Also das habe ich bei TikTok gesehen. Und hallo, guck mal, Libre! Oh, lang nicht mehr gesehen, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Zu so später Stunde. Und jetzt bin ich da runtergefallen. Das hat... Ah, okay, ich bin gestorben. Also nicht gestorben, ich bin runtergefallen. Das hat keiner gesehen. Hä? Oh nein, Spiel, du hast mich jetzt hier unten gespawnt. Das war, glaube ich, nicht deine Absicht. Okay, so ein bisschen war es deine Absicht. Jetzt müsste ich fast zurück, weil jetzt bin ich vergiftet. Okay, wir heilen kurz. Und dann gehen wir nochmal in die andere Richtung. Also ich glaube, so ist untypisch, einfach nur, weil es sehr niedlich aussieht, ne? Aber die Bosse haben es schon in sich. Also, und dass du halt Sachen verlierst, wenn du stirbst und so. Es hat schon diese Souls-like-Mechanik, oder? Vielen Dank für die Nachfrage. Oh, der immer, immer, immer herzlich willkommen bei mir. Ich hoffe, das wisst ihr alle. Also, seriously. Mir geht's auch gut. Wir haben ja morgen Feiertag, deshalb streamen wir heute auch ein bisschen länger. Was jetzt nicht heißt, ihr müsst doch, eigentlich heißt es das. Ihr müsst mich unterstützen und ihr müsst jetzt, bis ich aufhöre, so lange müsst ihr jetzt mit mir online bleiben. Nicht Spaß. Ich nutze es halt mal aus und ich kann morgen nicht streamen. Deshalb denke ich mir so, ja, wenn ich schon morgen nicht streamen kann, muss ich es jetzt so ein bisschen nachholen. Dass wir einfach heute ein bisschen länger machen, aber es ist ja nicht schlimm. Jetzt überlege ich, ob wir besser hier unten lang gehen. Ob das besser ist. Oh, da ist noch ein Item. Oh ja, da müssen wir auf jeden Fall lang. Ja, man kann mal ausschlafen. Huch, okay. Hat noch geschafft. Ich freue mich und ja, mein Wochenende ist... Also, es kriegt halt Besuch und ich muss halt noch aufräumen und alles und morgen dann zum Zug abholen und so weiter. Und das ist halt...
Ich habe da gern so meine Zeit. Und dann schaffe ich es mit dem Stream nicht mehr. Und wenn Besuch da ist, ist es ja auch unhöflich. Wenn du dann sagst, so, ich verziehe mich mal kurz für 2-3 Stunden in mein anderes Zimmer. War schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Oh nein, da ist wieder der. Gegen den kämpfen wir jetzt nicht. Ich glaube, ja, wir müssen hier noch irgendwo lang. Hier waren wir jetzt nicht lang genug. Da ist ja auch noch... Ich glaube, wir müssen dahinter. Oder da hoch und dann dahinter. Da unten wäre noch was Goldenes, aber ich traue mich nicht. Oh, diese Schießdinger. Diese Schießdinger. Das sind so mein Untergang. Weißt du, Boss nach 6 Versuchen legen, aber Hauptsache von dem hier ganz viel krass Schaden kassieren. Mit Besuchsstream! Oh, das hätte ich noch vorschlagen können, ne? Meint ihr, da hätten Leute Bock drauf? Also ich glaube, das kannst du halt auch nicht mit jedem machen. Also weißt du, so... Manche wollen das ja auch nicht. So Internetpräsenz und so. Muss man ja auch den Leuten nicht aufzwingen. So ist es ja nicht. Kann ich da eigentlich rüber? Ich glaube, ich muss halt auf diesen Ding. Ah, man kann sogar ranschießen. Oh nein, ich bin zu weit weg gewesen. Aber ich glaube, das machen wir jetzt dann. Aufräumen finde ich schlimmer, unhöflich. Also, ich bin halt schon der, ich mag meine Wohnung aufgeräumt, wenn jemand zu Besuch ist. Das ist so... Huch, falscher Button, sorry, jetzt aber. Das ist so das... Mario... Oh, ein Seestern! Legenden zufolge können jeden Wunsch... Ach so, ja. Aber muss ich da jetzt weiter? Oh, das sieht aus, als hätte ich hier noch irgendwas drücken müssen. Ein Button. Oh Gott, da ist schon wieder so ein Schleimhüpfer. Wir hängen uns da lieber wieder ran. Jetzt. Du mit der Ordnungsfee. Ja, also bei mir ist es grundsätzlich immer viel aufgeräumt, weil ich halt 2 Katzen habe. Und die haaren sehr viel und ich lasse halt meinen Staubsauger jeden Tag durchsaugen. Folglich läuft halt der Staubsauger jeden Tag. Und das funktioniert halt nicht, wenn... Ich glaube, ich muss halt so hier schon runter, ne? Und hier so rüber, aber ich habe vor dem hier ein bisschen Angst. Ich weiß nicht so genau, wo wir hin müssen. Deshalb... Ah ja, hier geht's hoch. Zumindest sind wir da von den Feinden mal geschützt. Dann können wir so ein bisschen Überblick verhalten. Also von dem her ist es bei mir immer recht... Also es liegt zumindest schon mal nichts mehr am Boden. Weil halt durch diesen Staubsaugroboter muss ich halt immer alles aufräumen. Deshalb ist es gar nicht so schlimm aufzuräumen. Aber meine Stühle sind voller Katzenhaare. Die muss ich einmal so enttarnen und alles. Dann einmal Bart putzen natürlich. Das ist so Pflicht. Aber ansonsten geht's tatsächlich. Von dem her ist es nicht so schlimm, aber ich muss morgen aufräumen. Das heißt, ich stehe auf, dann räume ich auf. Dann esse ich noch was und dann kann ich zum Bahnhof fahren quasi. Habt ihr denn schöne Pläne am Wochenende? Habt ihr schöne Pläne? Ich glaube, wir müssen darüber. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder wir müssen darüber. Da ist so ein Windkanal. Sass. Der Windkanal hier ist sehr sass auf jeden Fall. Der Schlammhüpfer sehr sass auf jeden Fall. Ich bin für diesen Windkanal. Der ist anders. Bitte, ist das der richtige Weg? Das ist schon mal nicht... Okay, hier stehen Leute, die reden. Das ist immer ein gutes Zeichen, tatsächlich. Das ist ein gutes Zeichen. Also ganz penibel bin ich erst, wenn ich weiß, meine Mutter kommt zu Besuch, lieber aufräumen und Haushaltshilfe mehr bezahlt als Mimimi von Mama. Oh Gott, man will seine Mom nicht enttäuschen. Wir kennen es alle. Wenn man seine Mom enttäuscht, das ist der schlimmste Blick, den man sich vorstellen kann. Huch. Bin ich an Land? Oh, ein Karton! Also er ist nicht so stark, der Karton, aber das ist ein neues Item. Oh nein, der Karton ist nicht meins.
Fischi! Spawnt mein Fischi wieder nicht, oder? Der könnte jetzt nämlich den Last Hit noch machen. Danke, Fisch. Dankeschön. Der Panzer ist nicht meins, tatsächlich. Der Panzer ist nicht meins. Wir wechseln wieder zurück. Ich bin nicht gut mit Items, die mich langsamer machen. Ich habe gern meine Schnelligkeit im Spiel. Okay, das war relativ easy. Da wäre jetzt noch irgendwo so ein blaues Item, glaube ich, gerade gewesen. Ich glaube, da unten. Bin mir gerade auch nicht sicher, ob ich richtig bin. Oder ob wir hier schon wieder irgendeinen anderen Weg gehen. Oh Gott, ich dachte gerade, da ist ein Gegner. Der eigentlich gar nicht so offensichtlich ist, ne? Muss leider arbeiten, deshalb muss ich ja leider ausschlafen, wenn ich mich mit Rührei mit Bacon ernähren. Also Rührei mit Bacon esse ich auch gern. Ich finde, da ist nichts falsch dran. Wir haben ihn runtergeschubst. Rührei mit Bacon, das ist doch super. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt wieder falsch gelaufen sind. Ich hab so das... Nein, was ist hier los? Oh Gott. Ich dachte gerade, ich bin runtergefallen. Oh nein. Das war falsch. Oh. Ich habe die große Angst. Wo muss ich denn hin? Dass ich jetzt wieder falsch bin. Aber hier geht's nicht weiter. Bin ich blöd? Doch, da runter. Oha, wo bin ich jetzt? Ah ja, da geht's noch lang. Oh nein, da ist so ein Krebs mit so einem Kamm. Ich will gegen dich nicht kämpfen, alles gut. Behalte deinen deine Position bei. Ja, ich glaube, ich bin jetzt richtig. Ich glaube nur, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen und jetzt komme ich wo raus, wo vorhin auch schon war. Ich habe die Orientierung so ein bisschen verloren tatsächlich. Nee, ich bin jetzt woanders. Aber da ist eine Dose. Okay. Ich hau ab. Um 7 geht's los in die Schweiz. Gast, viel Spaß bei der Comic-Con in der Schweiz. Was ist da so ein Programm? Ich war bisher noch nie auf einer Comic-Con, ich gestehe. Okay, Geronimo! Wir müssen hier weg. Ich weiß nicht, wo lang, aber Hauptsache nicht gegen den kämpfen. Ich habe so das Gefühl, hier sind nur Items. Oh Gott, da ist nochmal so ein Boss-Gegner. Was ist das denn? Bin ich eine Sprungfeder gewesen. Geil. Da geht's hoch. Okay, da ist der Abkürzungsweg. Okay, Cosplay ist Anime und Synchronsprecher. Welcher Synchronsprecher ist da? Weiß. Ich bin hier gerade die feige Krabbe, die sich hier ein bisschen feige durchwurschtelt. Aber da ist ein Abkürzungsding. Ich glaube, die Höhle war optional. Kann das sein? Vor allem, weil es jetzt hier wieder runter geht. Oh, ich weiß, der Effekt an sich ist ja ganz geil. Dass, diese Panik. Ja, so der Effekt an sich ist schon cool. Da war ich noch nicht, oder? Oh nein, was sind denn das für Sambas? Oh nein, das sind die nächsten Bosse. Die stehen so prepared da. Oh je, oh je. Oh nein, jetzt habe ich den Lego-Stein hergezogen. Ah, okay. Probieren wir das jetzt? Da liegt der Lego-Stein. Oh Gott. Die, Das sind ja zwei. Damit komme ich ja gar nicht klar. Ich habe kein Leben mehr. Ich habe kein Leben mehr.
da liegt der Legostein. Ein feuchtes Grab. 1800. Wir probieren es ein paar Mal jetzt. Ich glaube, das sind die nächsten. Ja, die sind jetzt genau bei diesem Postkasten. I see, I see. Da sind wir in die Garnelen. Garnelen sind lecker. Das stimmt. Also, an sich machen beide die gleichen Sachen. Ich finde, das Krasse ist nur, wenn einer noch lebt, dann musst du beiden ausweichen. Wer hätte das gedacht? Ich weiß gar nicht, was mehr Leben hat. Die Sprungfeder ist Gewicht M. Oh, vielleicht lag es daran, dass sie... Ich will nur eine andere Waffe. Eine andere. Anderen Ding. Dieser Gullideckel. Ich versuche noch mal. Ah, ich glaube, ich habe ihn ja. Nein! We did it. We fucking did it. Oh, das gibt ganz viele Steine. Oh, wir können jetzt ein Blubbergeschoss machen. Ahmt das gefährliche Projektil eines Pistolenkrebs nach und feuert eine mächtige Umami-Blase. Leute, GG! GG! Oh, wir haben noch einen Boss geschafft. Ich fasse es nicht. Der. Ich hab's jetzt. Ich hatte. Man, wenn man dann irgendwann eine Strategie hat, funktioniert es einfach. Dann funktioniert es sehr cool. Wollen wir die noch kurz, wie rüste ich die aus mit RT? Ich bin da immer ein bisschen... Nö, doch hier. Und wie kann ich wieder wechseln zu der anderen Fähigkeit? Wie wechsle ich zwischen diesen... Ah, First Try natürlich. Ja, haben wir alle gesehen. Oh, haben wir alle gesehen. So, dann klettern wir hier mal hoch. Ah, das machen wir jetzt noch schnell. Warte, Leute, das schauen wir uns jetzt schnell an. Hier können wir jetzt das runterlassen. First Try hat jeder gesehen, ja. Ja. Snowy ist auch noch wach. Snowy auch noch wach. Leute, ihr seid alle so crazy. Das ist so süß, dass ihr alle noch so lang wach seid. Ich dachte mir heute noch so... Oh, da ist eine Muschel. Ja, so lange wird es schon nicht gehen. Ich bin ja auch müde und so. Nö. Irgendwie geht es jetzt doch länger. Als gedacht. Bring dich nach dem Tod zurück ins Leben. Auf Kosten des blinden Passagiers. Also das ist quasi ein Revive. Oh, Louis, die an den unmöglichsten Positionen stirbt einfach. Warte, das war ein Revive. Da müssen wir jetzt irgendwas noch drücken. Genau, das drücken wir jetzt noch. Jetzt geht jetzt geht der hoch. Ich wusste es. Ich wusste, aber man kriegt da noch einen Schalter. Gamer sind immer lange wach. Naja, manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist auch einfach müde nach einem anstrengenden Arbeitstag irgendwie. Oh Gott, ich habe den Schnipsel.
Und noch ein Kartenstück. Oh, Indiana Krabs hat ein Kartenstück gefunden. Am besten gehe ich zurück zum Neukrebsling und lasse mir es von Konch entziffern. Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, soll ich ihm diese vertrauliche Information einfach überlassen. Egal, ohne seine Hilfe weiß ich gar nicht, wo ich das nächste hin soll. Bisher war ich immer als Erster bei den Kartenstücken. Dann schaffe ich es bestimmt auch als Erster zum Schatz. Da bin ich mir sicher. Da ist noch ein Schatz gespawnt, den ich gern haben möchte. We love treasures. Das heißt, da hüpfen wir jetzt hin, oder? Ja, der super funktioniert, ne? Den Schatz holen wir uns schon noch. Aber ich glaube, ich hatte dann die Taktik gegen diese Attackierer. Die haben gar nicht so viel Schaden aufs Häuschen gemacht. Oder ich habe halt mittlerweile das Häuschen ein bisschen geskillt, dass es nicht mehr so schlimm ist. Bitte sag mir jetzt nicht, ich komme da nicht hin. Ich befürchte es. Doch. Oh. Treasure! Ein Blut-Stern-Körperteil. Sammle noch 3, um deine Lebenskraft zu erhöhen. Um meine Regeneration zu erhöhen oder meine Lebenskraft? Es tut einfach mein Leben verstärken. Aber wo kriege ich die Splitter, die mir eine Waffe stärker machen? Da habe ich einmal bekommen. Seitdem irgendwie gefühlt nie wieder. Und ich habe keine Ahnung, wo es die gibt. Nicht mal für das Töten von diesen kleinen Bossen. Den Zwischenboss hier haben wir auch gemacht. Ich würde sagen, das war ein sehr erfolgreicher Stream. Wir haben den Sushi-Boss gemacht. Nach einem First Try natürlich. Dann haben wir den Mini-Boss hier gemacht. Und den richtigen, die Sisters gemacht. Den Calamari haben wir auch gemacht, ja. Den Calamari haben wir auch gemacht. Der war schwer. Der war richtig schwer. Oh, wir können auch aufleveln. Resistance ist verringert den Schaden an deinem Panzer. Finde ich sehr wichtig jetzt wieder. Deshalb skillen wir das. Aktuell skill ich ganz wenig das hier unten. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Ob Umami nicht mehr bräuchte. Mehr Liebe. Mehr Liebe für Umami.